Mir wird gerade das Zeichen gegeben, dass wir loslegen können. Einen wunderschönen guten Abend zur ersten Online-Lesung der Sozialhelden, der ersten Online-Lesung von mir in meinem Leben, die ich auch noch gebe. Ich habe auch noch nie eine Online-Lesung beigewohnt. Ich habe einmal in meinem Leben Hangout gemacht. Das ist auch für mich etwas komplett Neues. Dank des großartigen Teams der Sozialhelden wurde die Technik hier aufgebaut. Die Technik besteht aus einem Laptop, einem guten Mikrofon und einem Lagerfeuer im Hintergrund, Kaminfeuer besser gesagt. Falls jetzt sich der eine oder andere fragt, wo zum Teufel sitzen Sie? Wir sitzen bei uns im Büro von den Sozialhelden in Berlin-Mitte, in einem ehemaligen Konferenzraum der Geschäftsführung von Immobilien-Scout, deswegen hängt auch der Bildschirm an der Wand. Und wir dachten uns, vielleicht könnte man da ein 3 Stunden Kaminfeuer einfach hinsetzen, um die ganze angenehmere Atmosphäre hier zu zeigen. Heute werde ich aus meinem Buch lesen. Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Diese Ak Idee zur Aktion hatten wir letztes Jahr, als wir uns eine kleine Fundraising-Aktion für unser Internetprojekt wheelmap.org gemacht haben. Wheelmap.org ist die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, die die Sozialhelden seit über 4 Jahren betreiben. Und wir haben ausgerechnet, dass uns die Wheelmap ungefähr 12,50 € die Stunde kostet. Und dann haben wir gemeinsam mit Better Place eine Aktion, eine Spendenaktion gemacht, dass wir gesagt haben, wenn wir an einem Tag 1.000 € zusammenkriegen, dann können wir 80 Stunden Wheelmap davon finanzieren. Und als Dankeschön machen wir eine Online-Lesung. Diese Online-Lesung ist diese hier, wo sie gerade oder ihr gerade zuschaut. Sie findet statt auf sozialhelden.de/Lesung. Sie wird auch auf YouTube mitgespeichert werden. Ich werde 2 Kapitel lesen. Eins über Berlin und wie ich sie als Mensch im Rollstuhl erlebe. Und dann noch ein kürzeres, mit dem wir dann in eine offene Fragerunde gehen, wo ihr mit dem Hashtag Raul liest, auf Twitter und auf Facebook und auf Google Plus Fragen stellen könnt, wenn ihr den Hashtag verwendet, also Raute Raul liest und dann die Frage oder umgekehrt erst die Frage und dann Raute Raul liest als ein Wort. Dann können meine Kollegen die Fragen zusammenstellen und ich werde versuchen, sie zu beantworten. Insgesamt sollte das Ganze ungefähr 1 Stunde gehen. Insofern könnt ihr euch danach noch einen schönen Abend machen. Oder aber auch nicht. Das Kapitel, aus dem ich lese, heute handelt, wie gesagt, von mir als Rollstuhlfahrer in Berlin und nennt sich Im Berliner Untergrund. Ich würde sagen, ich fange einfach an, Kollegen. Sie geben grünes Licht. Im Berliner Untergrund. Wieder stand ich vor verschlossener Tür. Diesmal war es die Tür des Aufzugs am Neuendorfplatz, wo ich soeben mit der letzten Bahn der U1 von der Station Warschauer Straße angekommen war. Alle anderen Mitfahrer hatten bereits den Bahnhof über die Rolltreppen oder die normalen Treppen verlassen. Was mache ich nur, dachte ich. Bei kaputten Aufzügen nahm ich normalerweise eine alternative Route, doch die Variante entfiel, da ich mich in einer Sackgasse befand. Die Situation traf mich völlig unvorbereitet. Innerlich ging ich 2 Optionen durch. Entweder die Polizei zu rufen oder auf die nächste Bahn zu warten, die in circa 3,5 Stunden, also am nächsten Morgen, kommen würde. Ich könnte Radio hören, den Sitz meines Elektrorollstuhls nach hinten kippen und versuchen zu schlafen. Auf meinem iPod waren noch 2 Filme, die ich noch nicht gesehen hatte. Sollte ich kein Auge zumachen, könnte ich diese gucken. In dem Moment öffnete sich die Tür des Stationswärterhäuschens. Welch glückliche Fügung. Ich war doch nicht allein. Entschuldigung, sprach ich die BVG-Mitarbeiterin, die im Begriff war, das kleine Kabuff abzuschließen. Moment bitte, erwiderte sie. Ich wartete, bis sie den Schlüsselbund in ihrer Ledertasche verstaut und diese sich unter den Arm geklemmt hatte. Die Frau war klein, Anfang 50, und hatte
einen kupferfarbenen Pagenkopf, der unter der blauen BVG-Kappe hervorleuchtete und die sie wohl noch blasser machte, als sie sowieso schon war. Den Ringen unter ihren Augen nach musste sie genauso müde sein wie ich. »So, was kann ich für Sie tun?«, fragte sie. »Der Aufzug funktioniert nicht«, sagte ich. Der letzte Rest Farbe wich aus ihrem Gesicht. »Was machen wir denn jetzt?«, fragte sie mich. »Mit Verlaub, aber das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin hier der Fahrgast«, erwiderte ich. »Wieso fragte sie mich das? Sie musste doch Ahnung haben, wie mit einer solchen Situation umzugehen war. Wurden Beamte wie Sie nicht entsprechend geschult?« »Sie können hier nicht bleiben. Wir lassen gleich die Gitter runter«, sagte sie. »Wir müssen hier weg.« »Das weiß ich«, sagte ich, »und ich habe auch keineswegs vor, auf den Gleisen zu übernachten.« Mit meinem Elektrorollstuhl stand ich mit ihr vor dem Stationswärterhäuschen. »Sie können hier nicht bleiben«, wiederholte sie nur. Mehr fiel ihr anscheinend wirklich nicht ein. »Und wenn Sie den Zug zurückrufen«, schlug ich vor. »Wie stellen Sie sich das vor?«, erwiderte sie. »Ja, wie stellte ich mir das vor? Bei Spielzeugeisenbahnen schien das einfacher zu sein.« »Gibt es nicht einen Monteur, der den Fahrstuhl reparieren könnte?«, fragte ich. Keine Antwort. Der Gedanke, nicht aus dieser Unterwelt rauszukommen, stresste mich langsam. Es musste doch eine andere Lösung geben, als auf die nächste Bahn zu warten. War die Station nicht mit einer Notrufsäule ausgestattet? Wieso verhielt sich die Frau so passiv? Wieso hatte sie nicht die geringste Idee, was man machen könnte? Ich war nicht nur gestresst, sondern langsam war ich auch richtig sauer. Trotzdem riss ich mich zusammen und versuchte, sie das nicht spüren zu lassen. Welcher Prozess greift denn sonst in einer solchen Situation? Es kann doch nicht sein, dass ich der erste Rollstuhlfahrer bin, der nicht wegkommt, weil der Aufzug kaputt ist, fragte ich. Die Mitarbeiterin zuckte mit den Achseln, kramte umständlich in ihrer Ledertasche, schloss das Stationshäuschen wieder auf und verschwand darin. Durch die angelehnte Tür konnte ich hören, dass sie telefonierte. Der Bahnsteig war so leer, wie ich es noch nie erlebt hatte. Und zum ersten Mal vernahm ich das leise Surren der teilweise flackernden Lampen, die das Untergeschoss der U-Bahn-Station mit fahlem Licht erfüllten. Wenigstens war es nicht kalt. Während ich hoffte, dass die Frau eine Möglichkeit auftrat, fiel mir siedend heiß Jannis ein. Jannis war mein Zivi gewesen. Er erwartete mich zu Hause und um mir ins Bett zu helfen. Per SMS teilte ich ihm mit, dass es später werden würde. Als ich mein Handy in der Seitentasche meines Elektrorollstuhls verstaute, tauchten plötzlich zwei Sicherheitsbeamte auf und gingen schnellen Schrittes die Treppe zum Gleis herunter. Beide groß, einer etwas größer als der andere, kräftig, raspelkurzes Haar, Anfang 40, Funkgeräte und Schlagstöcke baumelten am Gürtel ihrer Uniform. »Wir tragen Sie jetzt hoch!« Der kleinere der beiden Männer kam gleich zum Punkt. Die Frau von der BVG hatte ihnen das Problem also bereits geschildert. »Das halte ich für keine gute Idee«, sagte ich. »Ich habe Glasknochen und mein Rollstuhl wiegt über 150 Kilo, was Ihre Bandscheiben wahrscheinlich nicht mitmachen werden.« Ich versuchte, die zwei von ihrer Idee abzuhalten, auch wenn die sich unter ihrer Kleidung abzuzeichnenden Muskelpakete auf Stärke und viel Kraft schließen ließen. »Also, ich kann auf keinen Fall mit anfassen. Ich hab's im Rücken«, meinte die Pagenköpfige, die zu uns getreten war, nachdem sie die Tür zum Häuschen verschlossen hatte. »Doch, wir tragen sie nach oben.« Der größere Kollege bestand auf die Aktion. »Im Ernst, Sie werden es nicht schaffen. Welche Versicherung greift, sollte ich aus dem Stuhl fallen? Der kann dabei kaputt gehen, von mir gar nicht zu sprechen. Und im schlimmsten Fall stürzen wir alle gemeinsam die Treppe hinunter.« Auch dieses Argument hielt den Größeren aus dem Duo nicht davon ab, in die Knie zu gehen, die Hinterachse meines Rollstuhls zu fassen und zu testen, ihn anzuheben. Ich kenne Rollstuhlfahrer, die sehr empfindlich darauf reagieren, wenn sich jemand nur auf die Schiebegriffe ihres Gefährtes stützt, weil sie es als Grenzverletzung empfinden. Manchmal lasse ich Kinder aus meinem privaten Umfeld mit meinem Elektrorollstuhl fahren, doch auch ich mag es nicht, wenn sich jemand ungefragt an ihm zu schaffen macht. Meine Ansichten dazu, zusätzlich in den Ring zu werfen, erschien mir in diesem Moment aber sinnlos. Ich wollte ja schließlich nach Hause und nicht diskutieren.
Er ist echt schwer. Wir schaffen es nicht, sagte der Mann. Das hatte ich ja vorhergesehen, denn er war nicht der Erste, der dabei scheiterte. Unter den Dreien machte sich Ratlosigkeit breit. Die BVG-Mitarbeiterin sagte gar nichts mehr und erweckte einen überforderten und verzweifelten Eindruck, wie sie dastand und die ganze Zeit am Reißverschluss ihrer Tasche herumnestelte. Sie wollte nur schnell fort. Das war ihr anzusehen. Auch ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in meiner WG zu sein, blieb aber ruhig. Zur Not musste sie mit mir dann doch bis zum frühen Morgen ausharren und die erste U-Bahn abwarten, um zu einer Station zu kommen, bei der ich umsteigen konnte. Genervt entfernte sich der Größere der beiden Sicherheitsbeamten von uns Richtung Aufzug. Was kam jetzt? Auf einmal holte er aus und trat mit voller Wucht gegen die Fahrstuhltür. Die Stahlkappen seines rechten Schuhs erzeugten einen lauten Knall, der den Bahnsteig entlang heilte. Das machte er einmal, zweimal. Schon so manches technisches Gerät ließ sich auf diese Weise wieder in Gang setzen. Keine Ahnung, warum das funktionierte. In diesem Fall hatte ich meine Zweifel. Wissen Sie wirklich nicht, welche Leitlinie in dem Fall greift? Das führt doch zu nichts. Erneut versuchte ich, die Stationswärterin zu motivieren. Also, ich kann nicht bis 4 Uhr bei Ihnen bleiben. Ich habe Feierabend, meinte sie zu mir. Die muss doch aufgehen. Die Gondel ist unten. Warum lässt die blöde Tür sich nicht öffnen? Hörte ich den Sicherheitsbeamten fluchen. Das war das Stichwort für seinen zweiten Partner, der nun versuchte, diese aufzuziehen. Er nahm eine Schrittstellung ein und die Fingerkuppen seiner Hände gruben sich in die schwarze Gummidichtung, die beim Schließen normalerweise zum Teil im Stahlrahmen versinkt. Offensichtlich hatte er einen guten Griff, denn er zog und zog. Vor Anstrengung wurde sein Gesicht blutrot. »Hilf mir mal!« forderte er seinen Kollegen auf. Doch auch zu zweit bewegte sich nichts. Die Tür blieb verschlossen. »So ein Mist!« Vor Wut trat nun auch der kleinere der beiden gegen die Aufzugstür. Auf einmal, oh Wunder, ging sie ganz langsam auf. Die Umstehenden sahen sich erleichtert an. »Na, versuchen Sie es mal, fahren Sie mal hoch«, sagte der eine zu mir. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Ich rollte in die Kabine rein, drückte den Schalter und so langsam, wie sie aufgegangen war, schloss sie sich hinter mir die Tür. Mir war egal, ob ich jetzt im Aufzug stecken blieb. Im Aufzug gab es immerhin einen Knopf für den Notruf, über den ich im Bedarfsfall Hilfe hätte verständigen können. Und unten hätte ich ja schlimmstenfalls auch warten müssen. Das war das Kapitel im Berliner Untergrund. Und das ist wirklich eine Situation, die ich damals so erlebt habe. Ich hätte gerne das einmal bis zum Ende durchprobiert, was passiert wäre, wenn der Aufzug nicht funktioniert hätte. Zum Glück ging er, aber vielleicht wäre es auch mal echt ein spannendes Experiment gewesen, einfach diese 3 Stunden mit dieser Dame dann am Bahnsteig zu warten oder alleine. Ich glaube, da hätte man den einen oder anderen spannenden Geschichte zu erzählen. In dem Fall ist die Geschichte noch einigermaßen glücklich ausgegangen. Gleich noch ein bisschen was zum Buch allgemein, warum ich ein Buch geschrieben habe. Ehrlich gesagt, ich bin ja erst 34 und als ich gefragt wurde, ob ich ein Buch schreiben will, eine Biografie, da dachte ich so, ich weiß nicht, ich bin ja erst 34 Jahre alt, das ist irgendwie etwas, das wäre eine halbe Biografie, wenn es hochkommt und keine ganze. Aber als ich dann mich viel mit Freunden ausgetauscht habe und auch mit dem Verlag dann sprach, kamen wir zu dem Punkt, dass es vielleicht doch die eine oder andere Geschichte gibt, wie zum Beispiel diese Aufzugsgeschichte. Und die Idee war, dass wir ein Buch schreiben, indem wir auf der einen Seite versuchen, mal viele Fragen zu beantworten, die mir so im Alltag gestellt werden. Ich Situationen aus meinem Alltag schilder, wie zum Beispiel die Aufzugsgeschichten. Es gibt aber auch viel persönliche Anekdoten in dem Buch, von Beziehungsfragen über Probleme in der Schule, auf der Arbeit oder auch, wie ich immer noch dabei bin, mit meiner Behinderung umgehen zu lernen. Ich habe sie zwar von Geburt an, aber trotzdem gibt es immer mal wieder Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich werde mehr behindert als andere Menschen, die vielleicht keine Behinderung haben.
Und das Buch ist aber eben auch gleichzeitig ein Buch aus beider Perspektive. Es ist jetzt nicht, es soll jetzt kein Lebensratgeber sein und auch kein Buch, das sagt, damit wird man glücklich oder mach's doch wie Raoul, sondern es ist einfach mein Leben. Und um das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, lese ich jetzt ganz gerne noch das Nachwort aus dem Buch und würde danach gerne zusammen mit meinen Kollegen, wenn Fragen reingekommen sind, über den Hashtag Raoul liest auf Twitter, Facebook oder Google Plus reden und Antworten zur Verfügung stehen. Ein Nachwort von mir. Mich mit meiner eigenen Behinderung zu beschäftigen, so wie auch in diesem Buch, bedeutet Arbeit. Ich stelle mich, mal besser, mal schlechter, meiner eigenen Unzulänglichkeit und meinen Ängsten. Mir war es wichtig zu zeigen, dass eine Behinderung zu haben nur eine von vielen Eigenschaften ist. Mein Leben ist vielleicht aufwendiger als das von Menschen, die nicht behindert sind, keine Frage. Doch es wird nicht ausschließlich von meiner Einschränkung geprägt und beherrscht. Das habe ich gelernt. Wenn ich aus mir herausgucke, fühle ich mich nicht behindert. Tauchen im Alltag Barrieren auf? Begegne ich Menschen, die mich anstarren? Oder erlebe ich Situationen der Hilflosigkeit, wird mir erst bewusst, dass ich es bin. Ich mag mein Leben und die Formulierung behinderter Mensch, weil sie offen lässt, ob ich behindert bin oder behindert werde. Denn Inklusion ist, wie Fred Ziebert, der Schulpsychologe meiner Grundschule, sagt, ein beiderseitiger Prozess der Bewältigung und der Annahme von menschlicher Vielfalt, der uns alle mit einschließt. Ich wünsche mir, dass sich Menschen mit Behinderung fragen, wie sie gesehen werden wollen und dass sie ihre Stimme erheben. Dabei geht es mir allgemein um den Umgang mit Vielfalt und nicht um spezifische Interessen oder die Unterscheidung und Bewertung verschiedener Formen von Behinderung. Das heißt, welche besser ist oder welche schlechter. Ich habe versucht, meinen Teil dazu beizutragen, ohne dabei für alle zu sprechen. Es ist meine Sicht auf mein Leben. Und ich wünsche mir, dass sich Menschen on und offline organisieren. Das war dann die zwei Kapitel, die ich gelesen habe oder ja, lesen wollte. Was sagen denn meine Kollegen über, ob Fragen reingekommen sind? Wir brauchen noch mehr Fragen. Das ist das erste Mal, dass wir hier so eine Aktion machen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, probieren wir das einfach mal aus. Wir haben hier so eine tolle Arbeitsteilung, dass wir uns die Fragen hier gemeinsam auf ein Dokument werfen können. Und Franziska fragt zum Beispiel, was meine große Vision ist, die mich zu meinen Aktivitäten motiviert und die mich in die Öffentlichkeit gehen lässt. Warum ich das alles mache. Das ist eine große Frage. Ich glaube, ich war schon immer jemand, der gerne in Dinge gemacht hat, Projekte gemacht hat. In der Uni schon, auch schon in der Schule. Und den Verein Sozialhelden, den habe ich vor 10 Jahren mit meinem Cousin gegründet. Und wir wussten damals überhaupt nicht, was wir machen wollen, beziehungsweise was so die ja, worauf unsere Arbeit am Ende hinauslaufen wird. Und das Thema Inklusion, Barrierefreiheit, Menschen mit Behinderung, das machen wir seit ungefähr 4, 5 Jahren. Da ist dann natürlich von Vorteil, dass ich selbst eine Behinderung habe, dass wir auch Kollegen mit Behinderung im Team haben und dass wir Leute im Team haben, die aus der Kommunikationsbranche kommen. Also wir haben Leute aus der Öffentlichkeitsarbeit, wir haben Leute aus dem Projektmanagement, wir haben Leute, die gut im Grafikdesign sind. Und das Ganze bin auf jeden Fall nicht ich, der, sage ich mal, die ganzen Ideen hat, sondern das ist der Verein Sozialhelden mit seinen 8 Mitarbeitern, die hier seit insgesamt 10 Jahren mit mir zusammenarbeiten. Ich bin so ein bisschen vielleicht das Aushängeschild, derjenige, der dann in der Öffentlichkeit die Themen vertritt und dadurch wirkt es manchmal so, als wäre das alles ich.
Aber in Wirklichkeit sind wir 8 Leute und das Projekt Leitmedien zum Beispiel macht bei uns Lilly und ich gebe zusammen mit ihr dann auch Workshops. Das Projekt Wheelmap macht Frieda bei uns, Andi macht bei uns bei den Sozialhelden insgesamt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Adina macht bei uns Grafikdesign, Jonas macht bei uns die Geschäftsführung und so weiter. So haben wir dann Christoph noch, der bei uns die Wheelmap auch programmiert. Holger, der mit mir im Vorstand die ganzen Aufgaben auch dann mit bespricht. So sind wir einfach insgesamt ein größeres Team. Und das Spannende ist, dass, wie soll ich mal sagen, es ein Team ist, in dem auch ich wieder immer wieder neue Sachen lerne, auch von meinen Kollegen, die ja auch viel in ihrem Umfeld erlebt haben und auch in anderen Projekten noch engagiert sind. Und so inspirieren wir uns irgendwie gegenseitig. Insofern, wo ich irgendwie die großen Visionen hernehme, das sind wir alle zusammen. Ich hoffe, das ist ungefähr die Beantwortung der Frage. Vision ist ja auch immer so ein großes Wort. Unser Ziel ist es, wir nennen es Disability Mainstreaming, also das Thema Behinderung in den Mainstream bringen. Zum Beispiel eine Lesung auf YouTube machen, auf Facebook aktiv sein, mit leitmedien.de Journalisten dazu sensibilisieren, vorurteilsfrei über Menschen mit Behinderung zu sprechen, mit der Wheelmap Ortsinhaber zu sensibilisieren, dass ein Ort, ein Café, ein Restaurant, eine Disco, ein Bäcker vielleicht auch rollstuhlgerecht sein sollte, damit sie eben auch Kunden mit Behinderung reinlassen können. Und weil wir glauben, dass Inklusion findet jetzt nicht unbedingt in einem inklusiven Projekt statt, also da auch, aber Inklusion findet auch an Orten statt, wo vielleicht man sein Brötchen kauft oder wo man Party feiert oder eben wenn man die Zeitung liest und dann vielleicht einer der Personen, die in dem Artikel erwähnt werden, zufällig eine Behinderung hat und die Behinderung aber nicht das Thema ist. Und das sind alles Themen, an denen wir gerade arbeiten. Andreas Fötz fragt, ob es mich stört, wenn Menschen auf mich zugehen und Fragen stellen. Seine Frau hat sich mal nicht getraut, eine Frage zu stellen. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann ich so pauschal nicht beantworten. Es macht einen Unterschied, wer fragt und wie gefragt wird und welche Frage vor allem gestellt wird. Es gab mal eine Situation, da bin ich mit der Bahn gefahren nach Hamburg und mir gegenüber saß eine ältere Dame. Und ich wusste genau, sie ist unglaublich neugierig, weil so wie sie mich ansah, wusste ich, ihr brennt irgendeine Frage auf den Lippen oder auf der Zunge. Und ich dachte mir, ich tue ihr jetzt nicht den Gefallen und breche das Eis, sondern ich lasse sie einfach mal kommen und warte ab, ob sie sich traut, mir eine Frage zu stellen. Und während ich wartete, überlegte ich die ganze Zeit, was könnte ihre erste Frage sein? Und ich meine, man muss sich vorstellen, wir sitzen gemeinsam im Zug nach Hamburg. Es gäbe viele Fragen, die man dann einem Mitreisenden stellen könnte. Sowas wie, kommen Sie aus Hamburg, fahren Sie nach Hamburg, kommen Sie aus Berlin, was machen Sie in Hamburg? Aber Ihre erste Frage war, bei wem sind Sie in Behandlung? Und das war nicht eine Frage, die war unglaublich grenzüberschreitend. Weil das ist eine Frage, die ich niemandem anderen stellen würde, wenn er keine Behinderung hat. Und es gehört zumindest mal zur Höflichkeit, wenn man erst nach einem Namen fragt von jemandem oder was die Absicht der Reise ist, aber nicht bei wem man in Behandlung ist, weil es auch im Zweifel etwas sehr Persönliches und auch etwas sehr Intimes ist. Kinder hingegen, sagen wir mal bis 12, dürfen alles fragen, jedenfalls mich. Weil ich weiß, dass Kinder natürlich neugierig sind, dass Kinder die Welt zum ersten Mal sehen. Und da haben wir zum Beispiel auch, oder da habe ich auf raul.de, auf meiner Website, einmal einen Artikel geschrieben, 10 Dinge, das werden wir vielleicht auch noch verlinken, auf der Lesungsseite, 10 Dinge, die Eltern ihren Kindern über Behinderung beibringen sollten. Und eine Sache ist, lassen Sie Ihr Kind fragen. Und wenn Ihr Kind sich nicht traut zu fragen, dann können Sie gerne mit dem Kind gemeinsam fragen, wenn das Kind eine Frage hat. Und es steht mir dann auch zu, natürlich zu sagen, ich habe jetzt keine Lust, die Frage zu beantworten, aber meistens beantworte ich sie. Kinder wollen einfach die Welt verstehen,
Das Spannende bei Kindern ist, dass sie nach ungefähr, sagen wir, maximal 30 Minuten dann so viel gefragt haben, dass sie das dann auch irgendwie ja alles für sich erstmal geklärt haben und sich dann schnell mit anderen Dingen mit einem beschäftigen, zum Beispiel mit dem Rollstuhl oder mit was sie heute erlebt haben, dass sie bei der Oma waren. Und da sind Kinder viel schneller dabei, Behinderung auch als Normalität anzusehen, als erwachsene Menschen. Edith Arnold fragt, was mich demotiviert, beziehungsweise uns demotiviert und was uns motiviert. Was mich demotiviert, sind immer wieder Fragen oder nee, vielleicht demotiviert ist es auch ein bisschen hart, aber was mich gerade ziemlich verärgert ist, wenn ich die Zeitung aufschlage oder überhaupt die großen Medien lese, dass immer noch diskutiert wird, ob Inklusion möglich ist. Heute hat wieder Zeit Online diese Frage gestellt und was denn die Leserschaft davon hält. Und ich finde, es ist nicht mehr an der Zeit zu fragen, ob Inklusion möglich ist, sondern wie Inklusion möglich werden kann. Weil diese Ob-Frage lässt nämlich auch gleichzeitig die Hintertür auf, dass Inklusion vielleicht gar nicht klappen kann. Und das finde ich eine ziemlich arrogante Perspektive, die nicht behinderte Menschen hier dann, sagen wir mal, auch oft einnehmen und lieber, sagen wir mal, alles so lassen, wie es ist, also eine Welt, die nicht inklusiv ist, als es zumindest zu versuchen, die Inklusion in ihrem Umfeld zu ermöglichen. Denn Inklusion ist, sagen wir mal, vor allem da ein Problem, so jedenfalls meine Beobachtung, wo die Menschen am wenigsten Kontakt mit Behinderungen haben. Das sieht man auch ziemlich spannend, gerade in Leipzig und auch in Dresden an dieser ganzen Pegida-Bewegung. Da, wo der Ausländeranteil am geringsten ist, sind die Widerstände am höchsten. Und ähnlich ist es auch bei Menschen mit Behinderung. Ich empfehle da, wer sich wer mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, die Website www.inklusionsfakten.de. Die können wir vielleicht auch verlinken, wo wir nochmal versucht haben, gemeinsam mit Lisa Reimann zu sammeln, welche Vorurteile es zum Thema Inklusion aktuell im Diskurs gibt und was die Wissenschaft dazu sagt. Sicherlich ist Inklusion eine der größten emanzipatorischen Aufgaben unserer Zeit, aber es sollte nicht mehr eine Frage des Obs sein, sondern nur noch eine Frage des Wies. Ren Uzku fragt, ob ich schon mal aufgrund meiner Behinderung beleidigt wurde oder anderweitig negativ behandelt. Also wenn jetzt die Frage danach ist, ob ich mal auf der Straße zusammengeschlagen wurde oder ganz mies angepöbelt wurde, da wurde ich zum Glück noch von verschont. Aber es gab schon Situationen, wo mir auf offener Straße das Mobiltelefon aus der Hand gerissen wurde. Es gibt aber auch institutionelle Diskriminierung bzw. Verletzungen, wie zum Beispiel, dass Menschen mit Behinderung wie ich eine habe, jedes Jahr vom medizinischen Dienst der Krankenkasse neu beweisen muss, dass ich auf Assistenz angewiesen bin, dass ich immer noch nicht laufen kann, obwohl bei Glasknochen, sagen wir mal, sich die Situation im Laufe meines Lebens sich eher nicht verbessern wird. Jedenfalls kenne ich keinen, bei dem das der Fall war, dass er dann ja plötzlich wieder oder dass er plötzlich keine Glasknochen mehr hatte. Insofern das immer wieder neu betteln und bitten müssen, dass man die Assistenzleistung bekommt, die einem zusteht per Gesetz. Das finde ich eine ziemlich harte, ja, wie soll ich mal sagen, Verletzung auch meiner Würde. Bis hin zu schwierigen Fragen, die mir gestellt werden, wo ich immer denke, die gehen keinen was an. Ob ich meine Sexualität auslebe, würde ich einfach ungerne mit meiner Krankenkasse besprechen. Höchstens vielleicht mit meinen besten Freunden. Lil fragt, wie ich es auf die Inklusion bezogen auf das Berliner Schulsystem bewerte.
und welche Ideen ich für eine Veränderung habe. Ich muss zugeben, dass ich kein Bildungswissenschaftler bin. Ich kenne mich da im aktuellen Berliner Schulsystem nicht so gut aus. Ich höre immer mal wieder, dass viel zu wenig Geld für Inklusionshelfer zur Verfügung gestellt werden, dass Eltern von Kindern mit Behinderung sehr stark dafür kämpfen müssen, dass Lehrer überfordert werden, Lehrer überfordert sind, und dass insgesamt zu wenig Geld im Bildungssektor steckt. Das ist, glaube ich, insgesamt ein Problem. Das ist aber ein Problem, das nicht Kinder mit Behinderung erzeugen, sondern das ist ein Problem, das alle Kinder an allen Schulen in Berlin offensichtlich haben. Zu große Klassen sind für alle Kinder ein Problem. Und das jetzt auf die Kinder mit Behinderung, sagen wir mal, und die Inklusionsdebatte zu führen, ist, finde ich, dann manchmal ein bisschen schwierig. Insofern empfehle ich hier vielleicht, sich auch einfach mal anzugucken, wie es andere Länder machen. Gerade die skandinavischen Länder sind da wesentlich weiter. Kleinere Klassen tun allen Kindern gut. Inklusion bedeutet auch, dass zum Beispiel das hochbegabte Kind im Musikbereich seine Förderung bekommt, genauso wie auch das nicht so begabte Kind vielleicht im Matheunterricht seine Förderung bekommt. Ich finde auch die Unterscheidung sehr schwierig zwischen Kindern mit sogenannter Körperbehinderung und Kindern mit sogenannter geistiger Behinderung. Die einen sind leichter inkludierbar als die anderen. Das ist ja der Diskurs, der auch gerne mal wieder geführt wird. Soweit ich weiß, ist es so, dass Pädagogen sagen, am schwersten sind die Kinder mit sogenannten emotionalen, sozialen Störungen, was auch immer das heißen mag. Es ist aber sehr auffällig, dass seitdem die Diagnostik, sagen wir mal, für fast jedes Zipperlein einen Namen hat, auch sehr gerne diese Kinder dann ein sogenanntes Inklusionsstempelchen oder Integrationskindstempelchen auf die Stirn gedrückt bekommen und dann gerne als Problem in der Klasse gesehen werden. Das heißt, was früher bei uns der Zappelfilm in der Klasse war oder die stille Lisa, ist heute dann eben das Integrationskind oder Inklusionskind. Und früher, glaube ich, hat man einfach die Kinder mehr mitgezogen. Ich in meiner Schullaufbahn hatte das Glück, auf einer integrativen Kindergarten gewesen zu sein, dem Kinderhaus Friedenau. Dort waren wir 3 Kinder mit Behinderung, soweit ich mich erinnere. Und der Kindergarten hatte eine Abmachung mit einer Grundschule, die gesagt haben, wir übernehmen die Klasse oder die Kindergartengruppe geschlossen in die Vorschule mit auf. Und dort bin ich dann eben zur Schule gegangen, zur Grundschule. Und die Grundschule wiederum hatte eine Abmachung, also das war damals die Fleming-Schule, hatte eine Abmachung mit der Sophie-Scholl-Schule in Schöneberg, die auch die Abmachung hatte, die Klasse möglichst gesamt zu übernehmen, sodass meine Eltern ab meinem 3. Lebensjahr wussten, wo ich später meine Schule beenden werde. Und das ist sicherlich auch eine große Sicherheit gewesen in meiner Familie und auch für mich. Ich war kein besonders guter Schüler, aber auch nicht besonders schlecht. Und ich bin auch gerne zur Schule gegangen. Und es gab in meinem Leben jetzt auch keine großen Mobbing-Situationen. Vielleicht, so ehrlich möchte ich dann doch sein, gab es sogar die Situation, dass ich manchmal andere Kinder geärgert habe. Aber ich war definitiv nicht der, der die ganze Zeit geärgert wurde. Do 7 Kai fragt, gibt es viele nicht behinderte Leute, die bei wilmer.org mitmachen, unserer Website, der Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte? Wir haben jetzt auf der Wilmap über 500.000 Orte innerhalb von 4 Jahren markiert. Das ist unglaublich viel. Wir hätten nie gedacht, dass es so viele sind. Es sind inzwischen zwischen 200 und 300 Einträge am Tag. Wir gehen davon aus, dass viele Menschen ohne Behinderung das mitmachen. Ich bekam gestern wieder eine Nachricht von einem anscheinend frischen Vater, der erzählt, dass seitdem er einen Kinderwagen durch die Stadt schieben muss, die WeMap auch benutzt, um zu gucken, wo man eben mit seinem Kinderwagen reinkommt. Insofern ist die WeMap natürlich nicht nur für Menschen im Rollstuhl, aber vor allem. Und was wir ganz spannend finden, ist, dass
wir auch sehr viel Feedback bekommen aus anderen Städten. Wir hatten jetzt zuletzt eine größere Aktion in Halle zum Beispiel, wo Hallenser ihre Stadt auf Rollstuhlgerechtigkeit getestet haben und die Daten dann in die Wheelmap eingetragen haben. Wir wissen aber natürlich auch, dass ein Ort auf einer Karte zu bewerten, den Ort noch lange nicht rollstuhlgerecht macht, sondern es eben nur sagt, ob man da reinkommt oder nicht. Und deswegen hatten wir uns überlegt, dass man vielleicht auch Ladenbesitzern dabei helfen kann, rollstuhlgerechter zu werden, und bieten deswegen seit neuestem unter wheelramp.de eine Rampe an. Das ist so eine Art Standardrampe, ist 1,20 Meter lang und kann dort in einem Online-Shop gekauft werden. Mir wurde gerade gesagt, dass wir 142 Zuschauer auf YouTube haben. Dass ich mal durchatmen soll und ein Glas Wasser trinken. Ich würde sagen, das habe ich hiermit getan. Ich bin gerade im Flow. Was sind das eigentlich alles für witzige Namen? Begos fragt, fühlst du dich im Web behindert? Ich habe mal irgendwo den schlauen Satz gelesen, dass man, also wenn man, sagen wir mal, die technischen Mittel bedienen kann, im Internet die Menschen irgendwie gleich sind. Dass ja sogar das Geschlecht in vielen Situationen gar keine Rolle spielt. Man es auch oft gar nicht anhand des Avatars erkennt. Man sieht auch nicht unbedingt die Nationalität einer Person. Insofern sind wir im Web vielleicht schon alle, sagen wir mal, erstmal uns das, was wir sind. Und wir können viel leichter Gemeinsamkeiten entdecken. Ob ich im Web behindert werde, da ich sehen und hören und schreiben kann, wahrscheinlich nicht. Aber ich kenne viele Menschen, die im Web behindert werden, dadurch, dass sie zum Beispiel die Texte nicht verstehen, weil sie nicht in leichter Sprache sind, oder dadurch, dass die Website nicht so programmiert ist, dass sie auch vorgelesen werden kann. Oder dass Videos keine Untertitel haben, so wie auch hier diese Lesung leider. Aber in Echtzeit Untertitel einzubauen, da waren dann auch unsere technischen Mittel leider sehr begrenzt. Das Buch gibt es aber zum Beispiel als E-Book und wird demnächst auch als Hörbuch erscheinen am 26. Februar, sodass zum Beispiel auch blinde Menschen dann in die Lage kommen, das Buch zu lesen. Sonja aus Berlin fragt, ist Inklusion in bestimmten Ländern oder Regionen selbstverständlicher als in Deutschland, beziehungsweise in Berlin? Ich glaube, man kann das gar nicht so leicht verallgemeinern. Man sagt gerne, dass in den skandinavischen Ländern, sagen wir mal, die Gesellschaft wesentlich offener und auch inklusiver ist, die Schulen auf jeden Fall. Bemerkenswert finde ich aber auch zum Beispiel, dass in den USA viel mehr Orte rollstuhlgerecht sind, was aber auch daran liegt, dass das Klagsrecht in den USA ein ganz anderes ist. Das heißt, wenn ich vom Betreiber eines Cafés diskriminiert werde, weil ich nicht reinkomme, dann kann ich ihn verklagen. Das kann ich in Deutschland nicht, weil es hier in Deutschland dieses Klagsrecht nicht gibt. Eine andere interessante Beobachtung, die wir gemacht haben, ist, dass uns alleine schon zwei Namen einfallen aus Spanien von Menschen mit sogenannter Trisomie 21 oder Down-Syndrom, die studiert haben. Und in Deutschland ist mir, soweit ich weiß, kein einziger Mensch bekannt, der es zu einer Universität mit Down-Syndrom geschafft hat. Es kann nicht sein, und das, also ich bin fest davon überzeugt, dass das Bildungssystem in Spanien nicht so anders ist, dass da irgendwie jeder studieren kann, sondern dass es einfach durchlässiger ist. Und in Deutschland fangen wir leider sehr früh an, eigentlich schon im Kindergarten, Kinder Diagnosen zu geben und auszusortieren und dann von oben herab zu entscheiden, was das Kind später mal werden wird, beziehungsweise können wird, anstatt auf die individuellen Potenziale eines Menschen zu gucken. Und es gibt auch unterschiedliche Formen der Trisomie 21. Und in Spanien gibt es zum Beispiel Pablo Pineda, der Grundschullehrer ist und studiert hat und auch den Kinofilm Me Too
oder Yo también, als er auf Spanisch mitgespielt hat und europaweit sogar sehr gefeiert wurde. Ich glaube, er hat auch Preise gewonnen. Aber warum Spanien und warum nicht Deutschland? Ich glaube, in Deutschland sind wir einfach eher eine Nation der Bedenkenträger. Wir sehen immer eher die Probleme anstatt die Potenziale. Laura Gelhaar fragt, ob mein Berufsweg ein anderer gewesen wäre ohne Behinderung. Wenn ja, was wäre ich geworden? Als Kind wollte ich immer Pilot werden. So richtig, so von so Jumbo-Passagierflugzeugen. Jetzt nicht Kampfpilot oder so, sondern wirklich Passagiermaschinen. Und ich kann mich erinnern, dass ich das meiner Mutter mal erzählt habe, ja, ich werde Pilot werden und so. Und sie sagte dann zu mir, wie stellst du dir das eigentlich vor? Und ich habe gesagt, naja, so wie immer, du trägst mich halt rein und wieder raus, wenn wir gelandet sind. Und sie hat mich mit der, sagen wir mal, Illusion alleine gelassen und hat es nicht kommentiert. Sie hat nicht gesagt, das geht aber nicht oder wie, ich werde ja auch älter und all diese ganzen Fragen, die sie wahrscheinlich schon gerne oder Sachen, die sie gerne gesagt hätte. Und sie hat mich einfach mit der Idee gelassen. Und natürlich habe ich früher oder später dann auch gemerkt, dass ich nicht Jumbo-Pilot werden kann. Und ich glaube, ich werde, was wäre ich geworden? Wahrscheinlich hätte ich irgendwie studiert und hätte dann irgendwas mit Kommunikation gemacht. Vielleicht wäre ich, also mir hat es beim Radio sehr viel Spaß gemacht und da wäre ich vielleicht auch gerne geblieben. Aber ich finde die Frage, ehrlich gesagt, weil ich es ja auch nicht anders kenne, also keine Behinderung zu haben, finde ich die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Ich bereue nichts, was ich bisher gemacht habe. Ich bereue auch keine Entscheidung, die ich bisher getroffen habe. Und ich hoffe, ich wäre ohne Behinderung genauso glücklich, wie ich jetzt mit Behinderung bin. Gibt es etwas Neues in Bezug auf das Geld, was du und andere nicht sparen und verdienen dürfen? Vielleicht noch mal kurz da zur Erklärung für die anderen Zuschauer, was das Problem ist. Das Problem ist, dass Menschen mit Behinderungen wie ich, die auf Assistenz angewiesen sind, die vom Sozialamt bezahlt wird, die Assistenz, nicht mehr verdienen dürfen als den doppelten Hartz-IV-Satz. Das bedeutet ungefähr 700, 800 Euro, die ich verdienen darf. Und ich darf nicht mehr sparen als 2.600 Euro Vermögen. Das ist insofern absurd, weil ich zum Beispiel als Vorstandsvorsitzender des Vereins Sozialhelden ja auch Arbeitsplätze geschaffen habe. Gemeinsam mit meinen Kollegen sind wir hier 8 Leute. Und meine Assistenten ja auch Arbeitsplätze irgendwie sind, die geschaffen wurden, dass wir Menschen mit Behinderung immer als Kostenfaktor gesehen werden und nicht unbedingt auch als Menschen, die ja auch, sagen wir mal, Arbeitsplätze sichern und auch erzeugen, gesehen werden, ist ein großes Problem. Und in Deutschland gibt es eben diese Diskriminierung, dass auf der einen Seite Schulen und Bildungseinrichtungen inklusiv gemacht werden sollen. Also Menschen mit Behinderung Karriere machen sollen, aber wenn sie dann Geld verdienen wollen, nicht mehr verdienen dürfen als den doppelten Hartz-IV-Satz. Das ist eine Ungerechtigkeit, die auch in Deutschland so ziemlich streng ist. Da, in England gibt es diese Regelung zum Beispiel nicht und in anderen skandinavischen Ländern, soweit ich weiß, auch nicht. Leider hat sich da noch nicht so viel getan. Die Bundesregierung hat versprochen, in dieser Legislaturperiode sich dieses Themas anzunehmen. Einige Menschen befürchten, dass da nicht so viel passieren wird, dass, sagen wir mal, das Schonvermögen von 2.600 Euro, das man sparen darf, vielleicht angehoben wird auf 4.000 Euro. Aber das ändert ja eigentlich substanziell nichts an der Situation, weil der Kontrollaufwand der Behörden der gleiche bleibt. Und aber auch es nicht darum geht, jetzt sagen wir mal, also es macht keinen großen Unterschied, 2.600 Euro sparen zu dürfen oder 4.000 Euro sparen zu dürfen, wenn danach alles, was darüber geht,
bis zu 80% vom Sozialamt wieder eingezogen wird. Würde ich Kinder kriegen wollen oder haben wollen, wüsste ich gar nicht, wie ich für die ein, ja, wie soll ich mal sagen, ein Sparkonto anlegen dürfte, ohne dass das Sozialamt an das Geld kommt. Ich darf nicht erben, ich darf keinen Bausparvertrag abschließen, ich darf keine Lebensversicherung abschließen. Das Einzige, was ich darf, ist die Riester-Rente beantragen, beziehungsweise machen. Das ist, ehrlich gesagt, wie wir alle wissen, die Renten sind nicht sicher, auch wenn es uns immer versprochen wird, für mich eigentlich der direkte Weg in die Altersarmut. Und das ist ein sehr großes Problem. Man geht davon aus, das betrifft über 100.000 Menschen in Deutschland. Und das, finde ich, ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Alexandra fragt, welchen großen Traum ich habe, den ich mir gerne erfüllen würde. Ich hatte neulich die Idee, ich würde gerne mal die Route 66 langfahren. Ich weiß zwar nicht warum, aber so einen kleinen Roadmovie fände ich irgendwie, also Roadmovie im eigenen Leben, keinen Film drehen, aber einfach mal so die Route 66 langfahren, das würde ich mir gerne mal gönnen. Ich könnte mir auch mal vorstellen, ein Jahr lang im Ausland irgendwas zu machen. Aber das geht natürlich nur, wenn ich mir das leisten kann. Das geht nicht unter der aktuellen Situation. Und ich würde gerne, das ist so mein Traum für die Sozialhelden, auch ein Traum, den wir hier gemeinsam hegen und pflegen, eine Stiftung gründen, die Sozialheldenstiftung, die auf der einen Seite natürlich den Fortbestand der Sozialhelden sicherstellt, aber vor allem, und das ist die Idee dahinter, dass wir anderen Menschen die Möglichkeit geben wollen, ihre Projekte zu verwirklichen über die Stiftung. Das ist als gemeinnütziger Verein nicht so einfach, weil wir selber erstmal unser eigenes Überleben sicherstellen müssen. Bei einer Stiftung, die ein großes Stiftungskapital hätte, das dann auch nicht angegriffen werden darf und man dann von den Erträgen letztendlich die Stiftungsarbeit macht. Das wäre mein großer Traum und auch etwas, was ich glaube, die nachhaltigste Lösung wäre. Und damit habe ich, glaube ich, auch die Frage von Miss Domi irgendwie beantwortet, ob wir bei den Sozialhelden ein großes Ziel haben, ob wir uns vergrößern wollen oder wir zufrieden sind mit dem, wie es jetzt ist. Also vergrößern von der Mannschaft und Frauschaft her wollen wir uns eigentlich nicht wirklich. Wir sind zwischen 8 und 10 Leuten, hatte ich ja bereits erzählt. Wir glauben, dass wir so eine optimale Größe haben, die keine Hierarchien benötigt, dass jeder seine Verantwortlichkeiten kennt und wir auch noch hinkriegen, dass jeder weiß, was der andere gerade macht. Ein Traum, den wir haben, ist, dass wir irgendwann nicht mehr gebraucht werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass die WMAP vielleicht irgendwann dazu geführt hat, dass auch andere große Adressverzeichnisse, große Internet-Online-Karten, die den WMAP-Status bei sich anzeigen, ob ein Ort rollstuhlgerecht ist oder nicht. Oder dass die Journalisten gelernt haben, wie man vorurteilsfrei über Menschen mit Behinderung spricht, indem wir so viele Workshops gegeben haben in den Medienhäusern und an Universitäten in Deutschland, dass wir vielleicht irgendwann merken, ja, die Journalisten haben es gelernt. Aber das wird noch ein weiter Weg sein. Wir kämpfen auch weiter, auch in Kooperation mit anderen Organisationen an diesem Thema dran. Was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, und das versuche ich auch immer wieder gemeinsam mit dem Team uns ja zu vergegenwärtigen, dass wir nie an diesen Punkt kommen wollen, dass wir die Probleme brauchen, um unsere Miete zu bezahlen. Also ich sehe unsere Arbeit bei den Sozialhelden eher als, sagen wir mal, vielleicht als eine Arbeit wie die eines Arztes oder eines Kindergärtners, dass wir so lange an einem Problem arbeiten, bis der Patient gesund ist oder das Kind alt genug, um den Kindergarten nicht mehr besuchen zu müssen. Aber nicht, dass wir so lange an dem Problem arbeiten, wie wir unsere Miete bezahlen müssen. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir woanders auch irgendwo vielleicht runterkommen können, wenn wir einen Job brauchen. Aber es hier nicht darum gehen soll, dass wir mit den Sozialhelden reich werden wollen, sondern wir wollen immer ganz nah am Problem arbeiten und auch ganz wirklich realistisch
daran arbeiten, dass die Probleme gelöst werden, auch in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Unternehmen, aber auch der Politik. Das klingt jetzt alles so hochgestochen, ist es aber eigentlich gar nicht, sondern das ist wirklich unsere Überzeugung, dass wir ja versuchen wollen, sehr effizient zu bleiben. Ja, ansonsten blicke ich mal in die Runde meiner Kollegen, sie nicken. Ich hoffe, euch hat die Online-Lesung Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass der Kamin hier hinter mir immer noch brennt. Wir werden auch den Link zum Kaminfeuer vielleicht nochmal auf die sozialhelden.de/Lesungsseite packen, genauso wie die Links zu Leitmedien, Inklusionsfakten und Wheelmap, wenn sie da noch nicht schon drin sind. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, uns einfach auch zu kontaktieren über sozialhelden.de/Kontakt. Da könnt ihr uns gerne eine Nachricht hinterlassen. Ihr könnt uns auch gerne den Newsletter abonnieren. Wir versprechen, dass wir keinen Spam machen. Der geht so 3-4 Mal im Jahr, verschicken wir einen Sozialhelden-Newsletter. Ihr könnt Fan der Sozialhelden auf Facebook oder Twitter oder Google Plus werden oder auf YouTube. Ihr könnt natürlich dieses fantastische Buch kaufen. Dachdecker wollte ich eh nicht werden, erschien im Rowohlt Verlag. Ab dem 26. Januar auch als Hörbuch bei Audible. Und dann bleibt mir nur, euch einen wunderschönen Abend zu wünschen. Ich freue mich, nachher weiter die Hashtags zu lesen. Und wenn ich nicht zu müde bin, beantworte ich vielleicht noch die eine oder andere Raul-Liest-Frage. In diesem Sinne bedanke ich mich bei all meinen Kollegen, bei den Zuschauern. Über 100, das hat mich sehr gefreut. Das Video werden wir auch auf YouTube dann zur Konserve noch zur Verfügung stellen. Und bedanke mich und vielleicht wird es eine zweite Online-Lesung geben aus einem anderen Kapitel oder vielleicht noch mal ein anderes Kamingespräch. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Meine Kollegin sagt bitte? Okay, dann einen wunderschönen guten Abend euch und bis bald. Yes, danke. Tschüss. So, das aus.